So, Freunde, es hat im Dunkeln aufgehört und es geht doch im Dunkeln wieder weiter. Willkommen zurück bei Soma. Wir sollen eine Rettungskapsel finden oder irgend sowas in dieser Art. Das Problem ist nur, dass da vorne im Dunkeln etwas auf uns lauert. Das ist uns auch in der letzten Folge schon begegnet. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich sage jetzt einfach mal Energiemonster oder irgend sowas dazu. Ich habe gesehen, das ist eine Gestalt, eine menschliche Gestalt mit einem Kopf, der seltsam leuchtet. So, wir gehen aber nochmal zurück. Das haben wir nämlich auch in der letzten Folge schon mal gesehen. Hier können wir nämlich durchs Fenster schauen. Emergency Shuttle steht da. Und da unten drunter ein Rad, was man bewegen kann. So, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass wir da hin müssen, dann müssen wir uns jetzt rechts halten und wieder rechts und dann kommen wir da wahrscheinlich irgendwie hin. Aber genau da war das Energiemonster. Das heißt, ich versuche jetzt mal hier Folgendes. Vorausgesetzt, das Energiemonster befindet sich in diesem Raum zu unserer Rechten. Gehen wir jetzt hier mal weiter. Mit dem Rücken an der Wand sozusagen. Und locken es mal hier raus. Da ist es. Ich weiß nur nicht, ob es näher kommt. Ich mache mal Licht an gerade. Aber das war doch hier gerade in dem Raum. Da ist es. Da ist es. Ich glaube, das wird zusätzlich von meinem Licht angelockt. So, jetzt mach's wieder an. Ich renne hier mal. Guck mal, wir sind schon am Ziel. Und ich habe das vorher nicht gespielt, das war Zufall. Runtergefahren. Und wir verpissen uns mal ganz schnell. Ich glaube nämlich, es ist schon auf dem Weg zu uns. Dieses energiereiche Monster. Können wir die Klappe zumachen? Ne, können wir nicht zumachen. Aber egal. Hier ledern wir danach. Wir scheinen also richtig zu sein. Nachladen ist immer ein gutes Zeichen. So, da stand jetzt Emergency Shuttle. Die Frage ist nur, wo ist dieses Emergency Shuttle? Hier ist erstmal ein Akkuschrauber. Kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Ich vergesse immer wieder das Licht anzumachen. Und ich weiß, dass es auf YouTube noch dunkler ist, als es hier ist. Man kann das hier, also live, relativ gut spielen mit der Taschenlampe. Man sieht es so einigermaßen gut, aber auf YouTube kann man fast gar nichts mehr erkennen. Emergency Shuttle. So, wenn wir da hinten jetzt weitergehen, geht es auch wieder weiter. Aber auch hier wieder nur ein Badezimmer, ein WC. Warum steht denn das auf dieser Seite? Aha. Da hat man also gleich mitgedacht. Falls das Ding mal irgendwie kentert, umkippt oder was auch immer, dann hat man vielleicht noch ein Klo auf der anderen Seite. Auch ein Waschbecken gibt es nochmal an dieser Seite. Das ist sehr interessant. Gut, aber wir gehen mal weiter. Da, wo das Schild eben gerade war. Ich weiß, ich muss immer weiter absuchen alles, ne? Warum sind wir nicht gleich den richtigen Weg gegangen? Und irgendwie habe ich schon wieder so ein bisschen das Gefühl, dass das Bild schon wieder anfängt zu flackern. Das heißt, dass wir nicht in der Nähe, nicht alleine sind. Ja, wir sind auch nicht alleine. Wieso bin ich nicht gleich dem Weg hier gefolgt? Wir sollen noch da rein. Jawohl. Ich glaube, wir haben es geschafft. You made it. This is much better. Let's see if we can't get this thing moving. Wait, what?
Safety locks are blocking the vessel's release. Are you kidding? How much more of an emergency could this ship be in? It's on the bottom of the sea. Take a look at the engine room and see if you can figure it out. Maybe there's an override or something. There's monsters out there, like the ones we saw at Lambda. The more reason to get going. What? Come on, you know the drill. Don't look at them or get too close. It'll mess with your circuits. Oh, shit. We need to get out of here. Na super. I know. I'm going. So, mein Omnitool soll ich drin stecken lassen. Und sie hat gesagt, ist doch egal, scheiß auf die Monster, wir sollen sie einfach nur nicht betrachten. Und jetzt wissen wir auch, warum es da weiterging. Da ist es auch schon. Irgendwas soll nämlich hier finden. Sind wir jetzt wieder im Raum mit dem Akkuschrauber oder ist das ein anderer Raum? Nee, das ist der Raum, ne? Ach ja, logisch, das sind wir hergekommen, ne? Wenn wir jetzt hier weitergehen. Ich glaube, da vorne ist es wieder. Das ist eine Scheiße. Ah, Scheiße. Ich stelle mich jetzt mal in die Ecke und schäme mich. Ich drehe mich mal ganz langsam um. Ich glaube, das ist ganz in der Nähe. Ich weiß aber nicht, wo. Och, Mann. Gibt es hier irgendwas zu tun? Gibt's doch gar nichts, Mann. Da kommt das angeschissenes Monster. Scheiße. Ich war noch nicht fertig mit dem Absuchen. Nein! Ich setze mich da jetzt hin. Ganz ruhig. Ganz ruhig bleiben. Aber ich glaube, es ist schon fast zu spät. Verkrümmt sich wieder, oder? Was ist da unten? Wieso hat das Problem damit, dass ich es ansehe? Ich gehe jetzt mal hier runter, das ist doch scheiße, ey. Attention Crew, this is your captain speaking. The final efforts to stop the comet have officially failed. Impact is imminent. Die Tür geht auf jeden Fall nicht auf. Attention Crew, this is your captain speaking. The final efforts to stop the comet have officially failed. Da können wir auf jeden Fall nichts machen. Impact is imminent. Ich glaube, das Monster ist irgendwo hinter mir. Aua. Tja, diesmal waren wir wohl zu nahe dran. Aber es mir ist scheißegal. Guck mal, wir wachen genau an der Stelle wieder auf. Auch geil. Aber dann muss dieser Raum doch falsch sein. Jetzt humpel ich wieder wie die Sau. Und da kommt es auch schon wieder angeschissen. Was haben wir denn hier unten? Jesus Christ! What the hell? I feel better. Mal, da ist er. Also, ich kann mein Blick nicht davon wegnehmen. Das sieht so interessant aus. Ach, Scheiße. Und da sind wir schon wieder. Erledigt. Attention Crew, this is your captain speaking. Aber da geht's doch weiter hier, oder? Habe ich das gar nicht gesehen, oder was? Ist mir egal, wir können jetzt weiterrennen. Beziehungsweise, warte mal, können wir uns heilen? Oder ist es jetzt hier vorbei?
Schluss mit lustig, ne? Wir können uns nicht mehr heilen. Scheiße. Aber das ist mir egal. Ich glaube, man kann nicht wirklich sterben. Ich hoffe es jedenfalls. Wir gehen da jetzt ganz gemütlich hoch. Und suchen irgendwas. Okay, da geht schon mal nicht weiter. Ach, jetzt sind wir hier in dem gleichen Raum, nur oben drüber, oder was? Nee. Sieht aber fast so aus, ne? Lass mich mal bitte heilen hier. Hier gibt es überall nichts zu tun für mich. Auch da können wir nichts machen. Schon wieder. Seltsame Schatten hinter mir. Also nicht im Spiel, sondern echt. Vielleicht drehe ich langsam durch. Catherine hat ja gesagt, es wird irgendwie festgehalten. Das sieht doch fast so aus wie so ein Raum, wo man irgendwas steuern kann, oder? Wieder. Ich glaube, wir sind goldrichtig. Ah, wir können das hier abziehen. Holy crap. Da kommt die ganze Mannschaft reingelaufen, ey. Haben wir die jetzt alle betätigt oder haben wir jetzt jemanden vergessen? Ich weiß nicht, ich hoffe mal, das waren alle. Meinst du, dass ich im Ernst, dass ich jetzt noch einen Rückweg weiß hier, oder was? Alter Schwede. Ja, und jetzt, wie geht's denn zurück hier? Auch diese komische. Ich weiß nicht, ich glaube, ich laufe im Kreis. Scheiße, wir sind im Kreis gelaufen. Jetzt macht er mich wieder kalt. Wow. Ich glaube, jetzt sind wir wirklich tot. Sie sind gestorben. Zum erneuten Versuch, beliebige Taste drücken. Ja, Frage ist, welche Stelle kommen wir jetzt raus? Fangen wir da ganz von vorne an, oder was? Das wäre ja geil. Das wäre nicht geil, Leute. Das wäre nicht geil. Okay, wir sind wieder an dieser Stelle. Das ist sehr schön, es ruckelt noch. Er braucht immer ein bisschen, bis er hier alles reingeladen hat, glaube ich. So, wir fangen jetzt aber von vorne an. Das Problem ist, dass ich den Weg zurück nicht auswendig weiß. Und wir haben es ja eben schon gesehen. Wir können wahrscheinlich einfach so durchrennen. Wenn ich den Weg wüsste. Aber ich weiß den Weg nicht. Hier geht's schon mal nicht weiter. Ansonsten müssen wir aber eines machen. Also wir können es ja jetzt nochmal probieren.
Aber ich glaube, wenn wir das jetzt auch nicht schaffen sollten, wenn wir das wieder versemmeln, wenn ich das wieder versemmel, dann muss ich mir erst nochmal den Weg betrachten, dass wir direkt durchrennen können. So, ich mache das jetzt mal ganz fixiert. Zack. So, nächster. Zack. Jawohl. Nächster. Einer fehlt. Einer fehlt. Ich glaube, das ist alles kaputt. Ich glaube, die sind alle vier kaputt gegangen. So, hau mal wieder ab. Das war doch bestimmt der falsche Weg. Na logisch, scheiße. Wir gehen mal die Leiter hoch hier. Wo auch immer wir da hinkommen. Ich glaube, da waren wir beim letzten Versuch besser. Jetzt sind wir ja schön einmal im Kreis gelaufen, ne? Na lob, sind wir hier im Kreis gelaufen. Ich laufe die ganze Zeit in dem Raum hier rum. Scheiße! Wo ist denn der Weg nach draußen? Da ist noch was, wo wir noch nicht waren, oder? Da ist die Leiter. Das ist schon mal okay, dass hier die Leiter ist. Nein! Bin gestorben, aber ich glaube, wir waren hier richtig. Ich glaube, wir waren hier richtig. Wir hätten nur diesen Raum weiter nach rechts gehen müssen. Scheiße. Scheiße. Sag ich da nur mal. Okay, aber langsam wird es spannend. Das gefällt mir. Bisher war das Spiel ja eher so ein bisschen träge. Man hat zwar viele schöne Sachen gesehen, aber so wirklich Action gab es nicht. Wir sind jetzt an dieser Stelle, wo wirklich Action ist. In der nächsten Folge versuchen wir es nochmal. Und notfalls muss ich mir den Weg halt nochmal betrachten. Ich glaube, das mache ich jetzt auch gleich. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann.